So, hallo, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Meat Boy. Das hier ist die Nachvertonfassung. Ich sitze hier gemütlich vor dem PC und schaue mir das Footage, das ich vor 2 Wochen aufgenommen habe, es gerade nochmal an, um es nachzuvertonen für euch. Denn ich habe mir gedacht, hey, ich mache mir einen kleinen Spaß mit euch und mache so eine Art Musical-Folge. Ja, das kam bei euch nicht so cool an. Ich weiß, ein paar haben da geschimpft, was der Scheiß soll und so, keine Ahnung. Ja, klar, Fremdschämen war da schon mit drin, aber naja, ich meine, es war ja ein bisschen gag-mäßig. Mein Gott. Zieht den Stock aus dem Arsch, meine lieben Leute. Egal, da ihr rumgepisst habt teilweise, hier sind die Folgen nochmal normal kommentiert, nachkommentiert von mir jetzt. Also, ja, ich kann nicht das viel dazu sagen. Schaut es euch an, das ist Super Meat Boy, wie ich hier gerade super oft sterbe. Und wenn ihr euch fragt, warum ich mich so spastisch bewege und total abstinke hier, das liegt primär daran, dass ich versucht habe, nebenher zu singen und zu reimen. Und darum mache ich hier ganz viel Unsinn. Ihr seht schon, ich bin einfach zu blöd, rechts unten diese Steinchen wegzumachen und dann einfach durchzugehen. Ja, es saugt halt schon ziemlich, weil wie gesagt, ich war stark abgelenkt. Reden während des Aufnehmens ist so einerlei, aber auch noch singen und reimen, das war die Hölle. Und ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich weiß, es hat sich schrecklich angehört und es war tierisch anstrengend, aber es wäre auch nur für diese beiden Folgen gewesen, meine lieben Leute. Was soll denn diese ganze Aufruhr deswegen? Diese ganze Aufruhr, nicht mal gescheit sprechen, wenn ich nicht spiele, kann ich nebenher. Könnte aber auch in meinem schönen Bierchen hier liegen. Fakt ist, dieses Level werden wir eine ganze Weile sehen und ich weiß gar nicht, was ich dazu viel erzählen soll. Die Grafik ist sehr grau, die Wände sind immer roter, umso länger ich spiele, aber das hängt ja vollkommen nicht damit zusammen, dass die Level so designt sind, sondern weil ich sie halt rot mache. Ich kann es so als halben Brindilock benutzen, wenn ihr Bock habt. Also, wie gesagt, ich kann euch hier nicht viel zu erzählen. Ich werde hier noch ziemlich oft sterben, ja. Irgendwann werde ich es mal schaffen, durch diesen Raum durchzukommen und sogar dann jetzt hier in Richtung von dem Schlüssel zu gehen. Aber, nun ja. Ich kann euch so ein bisschen Update geben. Also, Muramasa momentan, wenn ihr das hier seht, ja. Ich weiß nicht, wenn ihr das später irgendwann mal seht, als Archivaufnahme sozusagen, dann ist es für euch vollkommen irrelevant. Aber, Muramasa bin ich jetzt bald durch die erste Hälfte durch, wie es ausschaut. Also, wahrscheinlich den Storystrang von Momohime bald abgeschlossen zu haben und kann mich dann im zweiten Part, also Kiske wenden, zuwenden. Und ja, dann wird dann auch das angegangen. Das heißt, da sind wir ungefähr auf der Hälfte. Ja, auch bei Bayonetta sind wir ungefähr auf der Hälfte momentan. So wie ich das zeitlich abgeschätzt habe, glaube ich. Was haben wir noch? Dieses Projekt hier, ich habe keine Ahnung, wie das im Rest laufen wird. Das wird wird dieses Projekt meine Let's Play-Karriere überleben. Das heißt, wahrscheinlich höre ich auf zu Let's Play, bevor dieses Spiel jemals zu Ende Let's Play ist von mir. Naruto geht schleppend voran, ganz ehrlich. Also, ich muss noch gucken, ob ich Naruto weiter Let's... Da, was ist das? Was ging da ab? Habt ihr das gesehen? Ich suche dabei rauszukommen gleich. Achtung! Ich weiß nicht, wie ich da reinkommen bin. Ich bin nicht mal sicher, ob das gewollt ist, dass man da reinkommt. Aber ich dachte mir, gut, töte ich mich halt. Was ich sagen wollte, Naruto ist als Let's Play ein bisschen... Es schauen sich sehr viele von euch an, aber ich glaube, es ist irgendwie langweilig, oder? Keine Ahnung. Also ich werde nächstes Mal beim Naruto-Let's Play auch darauf hinweisen, dass man mal sagt, wie spannend ihr das findet überhaupt. Weil ich meine, lässt sich ja sonst der Slot auch anders füllen als mit Naruto. Ich dachte, da geht mehr ab, also... Aber zwischen den Kämpfen passiert ja wirklich rein gar nichts bei dem Spiel. Also wirklich gar nichts. Man sieht mich halt durch die Stadt laufen und Zeug auf der Straße aufsammeln. Das ist total ätzend in meinen Augen, aber whatever. Ich meine, es wäre nicht so, als ich noch ein paar Sachen, die ich Let's Playen möchte. Zum Beispiel, vielleicht habt ihr euch ja mal, vielleicht erinnert ihr euch ja dran. Ich habe als eines der ersten Spiele, die ich gemacht habe, The Dishwasher Zombie Dead Samurai, irgendwie sowas Let's Play. Das war so ein Hack-and-Slash 2D-Spiel für die Xbox. Ziemlicher stylischer Look. Und davon gibt es jetzt einen Nachfolger. Und das haben schon 2 von euch gefragt, ob ich den auch mache. Als ich damals gehört habe, hey, sie machen eine Nachfolge zu The Dishwasher, habe ich durchgedacht, klar, das wird sich anbieten. Aber momentan sind alle Slots gefüllt und ich habe ja auch noch Sachen in der Hinterhand, die ich eigentlich machen wollte. Zum einen Mal habe ich noch... was habe ich den Überblick verloren? Ich habe Enslaved auf jeden Fall noch. Das habe ich das Spiel kann durchspielen, aber würde ich dann nochmal Let's Play extra für euch. Das ist nämlich ein super schönes Spiel. Dann, was ich habe, einer von euch, ich vergesse immer den Namen, es tut mir so sorry, hat mir von meiner Amazon.de Wunschliste Renaissance of Fate gekauft. Das wäre auch eine Option, wenn es nicht zu schwer ist. Dann Sonic & Knuckles, habe ich schon lange angekündigt, das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Weil irgendwie die Sonic-Spiele zu Let's Playen macht mir tierisch viel Spaß.
Was ich mir ansonsten noch vorstellen könnte bei mir Let's Play technisch wäre diverse Wii-Sachen. Da habe ich auch noch ein paar, zum Beispiel Donkey Kong Country Returns oder Sin and Punishment. Für die Xbox auch das eine oder andere, aber ey, also wie gesagt, mir geht das Material nicht aus. Ich habe so viel noch, was ich gerne machen würde oder was auch in nächster Zukunft kommt, was ich machen könnte. Wie gesagt, Ilo Milo ist pausiert aus bestimmten Gründen. Und ich glaube, jetzt schaffe ich es hier. Na, ich schaff's nicht da rein, weil die Warp Zone nicht mehr da ist. Aber gleich werde ich es eventuell schaffen. Und zwar werde ich dann, glaube ich, ich werde da reinkommen, aber jetzt noch nicht, weil jetzt werde ich gleich an der Wand wegspringen und zwar nicht genug und dann in die Rakete reinfliegen, also beim jetzigen Anlauf. Ich spoilere euch jetzt voll innerhalb meines eigenen Displays, ist nicht tierisch genial, aber erstmal sterbe ich hier an total den belanglosen Stellen. Wie gesagt, nebenher gesungen und gereimt, ja. Übrigens, ich bedanke mich für 1300 Abonnenten bei euch. Eine ganz, ganz tolle Sache. Ich muss immer nebenher gucken, ob ich so laut bin, ob ich laut genug bin, weil normalerweise nehme ich ja die Let's Plays am Laptop auf und spiele, aber jetzt momentan sitze ich mal am richtigen Rechner und schaue mir hier das Footage eben an und spreche drüber. Was echt eine ganz, das ist eine ganz andere Erfahrung, so, weil ich mir das, also jetzt so nachkommentieren, das ist irgendwie so ganz anders im Gefühl als richtig reden. Also richtig Let's Playen, richtig reden. Ich rede normalerweise nicht richtig. Jetzt frage ich mich, schaffe ich es jetzt schon oder werde ich jetzt sterben? Ich sterbe, okay. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich an dieser Stelle bin, schaffe ich es dann. In die Warp Zone hinein. Na du. Und schnell wegspringen, oder? Jawohl, und dann da du. Okay. Okay, ich fehle doch mehr als ich dachte. Hurra, hurra, hurra. Wenn ihr diese Folgen hier schon in der 1. April Musical Special Version gesehen habt, dann seht ihr halt, dass das Footage doppelt. Das tut mir sehr, sehr leid, aber bedankt euch bei den Menschen, die gesagt, die halt Daumen runter gegeben haben und keinen Spaß verstehen. Dafür ist der Fail-Faktor in diesen Folgen noch höher als sonst. Und Warp Zone. Was für ein geiles Bild von Meat Boy. Gemalt von Messhoff. So, ich glaube, das war nicht sehr schwer eigentlich. Ich meine, halt ist eine Rakete, die schießt. Aber trotzdem versage ich. Ich glaube nicht nur einmal. Nein, nicht nur einmal. Ich glaube, ich gehe sogar Game Over an der Stelle. Oder? Ah, nein. War gar nicht mal so schlecht. Da muss ich mir selber auf die Schulter klopfen. Gut gemacht, Brini. Hier auf der rechten Seite seht ihr schon das Bandage. Muss ich jetzt hier einfach den Raketen ausweichen, bis die Schlüssel weggebloppt sind, Schlüsseldinger. Schlösser ist das Wort, das ich gesucht habe, Schlösser. Derweil kletter ich hoch, hummel das Bandage und gehe nach links und ich meine, ich sterbe jetzt. Nein? Na gut, sterbe ich halt nicht. Wunderbar, Level 1-3 der Bonuswelt. Viele Schlüssel, ich habe erst nicht geblickt, was da passiert, aber nicht jeder Schlüssel macht was Sinnvolles. Zum Beispiel der Schlüssel rechts und rechts auf der Plattform macht nur da, hier dieses Ding weg, in der Mitte, was überhaupt keinen Effekt hat. Ich habe die Burpees wegen dem Bier. Trink kein Bier. Das tut euch nicht gut. Ich glaube, ich werde sterben. Ja, ich werde sterben und darf den ganzen Scheiß nochmal machen. Immerhin haben wir die Warps und unlocked. Das wäre echt unfair. Ich glaube, ich mache jetzt hier einen Cut. Kann das sein? Ich mache hier, glaube ich, einen Cut.